Aktuelle Krisenländer haben meist Vorrang, Hotspots. Ja. Das ist natürlich so, wenn Sie einen Antrag stellen wollen, in Bosnien ist kein Hotspot-Land mehr, ja, obwohl da vor vielen Jahren scheußliche Sachen passiert sind. Hotspot-Länder sind die ganzen nordafrikanischen Länder. Ja, also wenn Sie in dem Bereich aktiv sind, halten Sie sich daran. Iran ist noch keine Förderung möglich. Die EU hat da die Delegation geschlossen, noch nicht wieder geöffnet. Überall, wo Delegationen sind, können Sie im Grunde Anträge stellen. Irak, Iran, Tunesien, Iran, nicht Irak, Tunesien, Libyen, ja, da erfolgen jetzt die Ausschreibungen. Das sind die Hotspot-Länder, irgendwann Nordkorea. Sie können das immer ein bisschen daran ablesen, wo die großen NGOs, also die international agierenden NGOs, ihre Aktivitäten hin verlagern. Wenn das Hohe Deutsche Rote Kreuz oder der Halbmond oder andere CARE, wie die alle heißen, sich auf Länder wie Nordkorea schon auf logistische Operationen dort vorbereiten, dann können Sie sehen, dass früher oder später, ein paar Jahre später, die EU dort auch Fördermittel bereitstellen wird. Beachten Sie immer die Sicherheitslage. Vor ein paar Jahren gab es die ersten Ausschreibungen für den Irak. Da wurde dann noch wild rumgeschossen im Europäischen Instrument für Menschenrechte. Da hat die Kommission dann die Anträge zwar genehmigt, aber nicht durchführen lassen, weil die nicht wollten, dass die Träger da vor Ort erschossen werden oder gekidnappt werden. Für viele Jahre, für 2 Jahre wurde dann die Förderung ausgesetzt und dann hinterher nachgeholt. Also gucken Sie immer, was Sie machen, ob das überhaupt relevant ist. Beziehen Sie immer, das hatte ich eben schon mal gesagt, die lokalen Partner und NGOs vor Ort. Ja, gucken Sie sich wirklich an, wer hier um Sie herum relevant ist. Gehen Sie zu Ihrer Konkurrenz. Ja, also die Caritas kann auch ruhig mal mit der Diakonie, ja, auch wenn man sich da nicht so nah ran will. Oder Migrationsträger A mit Migrationsträger B. Auf europäischer Ebene ist das gewünscht und im Bereich des Networking, Netzwerkbildung von NGOs ist das gewünscht. Das BAMF schreibt das vor. Ja, es gibt keine Projekte mehr über das BAMF. BAMF sagt Ihnen was, ne? Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die nicht als Netzwerkprojekte eingereicht werden. Das zwingt alle Träger in einem Bundesland dazu, zusammenzuarbeiten. Ne? Auf europäischer Ebene nennen wir das den strukturierten Dialog. Hintergrund ist, dass die Kommission nicht mehr mit jedem einzelnen Träger zu sprechen will, sondern nur noch mit Gruppen von Trägern, die zum gleichen Thema arbeiten, um dadurch Multiplikation und einfach Zeit zu sparen. Das Gleiche sollten Sie natürlich auch für sich auf lokaler Ebene beachten. Überwinden Sie die Hemmschwelle, auch wenn Sie den Nachbarträger, das Deutsche Rote Kreuz, ich nenne sie jetzt mal die Berufsversorgungswerke, als Konkurrenz empfinden. Nein, in europäischen Projekten können Sie sehr wohl zusammenarbeiten. Integrieren Sie die konkrete Zielgruppe. Viele Projekte sind abgehoben, weil Sie die Zielgruppe nicht haben. Die Kinder, die missbraucht worden sind, die Migranten, die Sprachkurse haben müssen. Die sind manchmal so abgehoben, dass es mehr um Studien geht oder um die Mitarbeitertraining in den Einrichtungen oder viel Logistik drumherum passiert, aber wenig die eigentliche Zielgruppe integriert ist. Je größer ein Projekt wird, umso mehr sieht man das. Gibt Minuspunkte natürlich. Lesen Sie die EU-Verträge, die Texte, die Guidelines. Auch was Frau Lochbihler eben sagte, die einzelnen Richtlinien zu einzelnen Themen wie Kinder, Folter veröffentlicht worden sind, wenn Sie an diesen Themen arbeiten. AAP, das sind die Annual Action Plans, das sind die jährlichen Aktionspläne pro Land. Wenn Sie in ein gewisses Land gehen müssen, sollten Sie schon wissen, was das Land dazu sagt, die Kommission zu diesem Land. Da finden Sie dann auch viele Hinweise, was gefördert werden soll. Die Kompendien, die geben vor, welche Projekte gefördert worden sind. Da können Sie dann mal gucken, was die Konkurrenz so gemacht hat und wie die das gemacht hat, vor allem wie die Projekte konzipiert, aufgebaut und dann realisiert hat. Das sind ja alles nur geförderte Projekte, ja, also die durchgekommen sind. Da können Sie mal sehen, dann auf welchem Niveau, zu welchen Inhalten gearbeitet wird. Gucken Sie sich auch an, was die europäischen Einrichtungen machen, also das Europäische Migrationsnetzwerk, ECRE, der Europäische Flüchtlingsrat. Immer beachten. Ja. Also wenn Sie da schon rumtummeln wollen auf europäischer Ebene, sollten Sie sich natürlich auch zumindest informativ mal da so auskennen, dass es die gibt und was die zu so einem Thema, wo Sie dran arbeiten, dann auch sagen wollen. Also wir haben mit vielen Themen zu tun, Bildung, Soziales, Migration auch, aber einige heiße Themen, ich nenne sie mal heiße Themen, wiederholen sich immer. Wenn Sie die beachten in Ihren Anträgen,
schwöre ich Ihnen, dass Sie nicht auf den falschen Weg kommen und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine Förderung haben. Ja, also das sind jetzt inhaltliche Themen. Prävention vor Rehabilitation. Ich habe das mal nach vorne gestellt. Ich hätte das immer ein bisschen weiter unten. Also ob Sie nun im Umweltschutz das sagen, wir lassen nicht erst den Baum kaputt gehen, sondern wir gucken, dass er überhaupt nicht kaputt geht. Wir gucken, dass die Autobahn da nicht gebaut wird. Wir gucken, dass die Umwelt gesund bleibt. Ist natürlich immer besser, als hinterher etwas zu reparieren. Ja? Ein Mensch, der krank wird, ist schwieriger hinterher einen Kranken zu behandeln, als wenn man guckt präventiv, dass er überhaupt nicht krank wird. Ein Mensch, der gefoltert worden ist, den kann man rehabilitieren in Einrichtungen, aber viel besser ist natürlich, wenn man durch Informationsaufklärung, Diskussionen mit Regierungen auf allen Ebenen versucht, dass Menschen überhaupt nicht erst in diese Lage kommen. Also Sie sehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was heißt das für Ihr Projekt? Schreiben Sie in jedem Antrag, egal zu welchem Thema, präventive Ansätze. Wie kann ich ermöglichen, dass Migranten überhaupt nicht erst in die, oder junge Migranten überhaupt in die Situation kommen, dass sie keine deutschen Sprachkenntnisse haben oder europäischen Sprachkenntnisse. Ja? Sie werden 5 Zusatzpunkte dafür bekommen und Ihre Förderwahrscheinlichkeit steigt. Auch wenn das nicht so explizit im Antrag drinsteht, in den Voraussetzungen, versuchen Sie immer diesen präventiven Charakter damit reinzubringen. Lebenslanges Lernen. Also lebenslanges Lernen heißt wirklich vom ersten Schrei bis zum letzten Seufzer. Die Kommission meint das wirklich so ernst. Die Leute lächeln immer, wenn sie sich klar machen, dass in anderen Ländern die Vorschulbildung ab 3 Monate im Grunde beginnt. Also die Vorschulbildung in den Kindertagesstätten bis hin dann das Lernen heute im hohen Alter. Die nehmen das wirklich ernst, ja? Die sagen das. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, wie auch erwachsene Migranten zum Beispiel, ja, also Kinder, die hier hinkommen, aus Krisengebieten dann betreut werden, wie möglichst früh die an Sprachkenntnisse, an kulturelles, multikulturelles ranzubringen und dann halt die Älteren, die Familien vor allem, die ja auch eine große Rolle dabei spielen. Also haben Sie dieses, sagen wir das so gehässig, lifelong learning, also lebenslanges Lernen, versuchen Sie sich das zu verinnerlichen. Ja? Also wenn Sie was mit Bildung zu tun haben, muss das immer irgendwie so eine Biene vor Ihrem Auge rumschwirren. Das ist so das Fundament, egal was Sie im Migrationsbereich, Sozialbereich, Bildungsbereich machen. Ja, und der nächste Punkt, Green Jobs, Umweltschutz, das ist das Megathema. Sie können das mit allem kombinieren, wie Sie wollen. Sie können es mit den Menschenrechten kombinieren, mit Migration, mit der Berufsbildung, mit der Allgemeinbildung. Ich würde das als das Megathema des nächsten Jahrzehnts innerhalb auch dieser Europa 2020 Strategie, aber auch bis 2050, das ist so eine große Strategie, bis dahin sollen alle Autos mit fossilen Brennstoffen aus Europa verschwinden und wir nur noch nachhaltiges Bauen und Leben ermöglichen, noch ein bisschen länger hin. Aber Green Jobs und Umweltschutz ist das Megathema. Also wenn Sie ein Projekt haben, wo es um die Weiterbildung, Qualifizierung von Migranten, also legaler Migration von hochqualifizierten Migranten, so mit Ausbildung, Green Jobs in Europa, in Deutschland ein Projekt machen, ist das so förderrelevant, ja, dass Sie, wenn Sie das richtige Programm jetzt finden würden oder auf die richtige Ausschreibung sehen, darauf springen sollten. Also das halte ich eins für der wirklich ganz spannenden Bereiche, wo sich auch noch was tut, wo man auch noch was Neues zu schreiben kann, ja, was nicht so abgedroschen ist. Also ein Sprachkurs und so ein Integrationskurs ist natürlich schon ein bisschen abgelutscht, auch wenn es jetzt eine Homepage dazu gibt und eine CD und man das mit einem Mobiltelefon macht, ein Wiki dazu hat und weiß was ich was mit YouTube. Aber das ist natürlich schon, wo man sagt, da entwickeln sich neue Themen. Überhaupt, iPhone, iPad, Blogs und Wiki. Wenn Sie ein Projekt machen mit Jugendlichen, in der Jugendarbeit, mit Schülern, darf das eigentlich nicht mehr fehlen. Ja, das sind jetzt so ein bisschen eine Begrifflichkeiten, die nicht jeder was mit anfangen kann, aber die guten Jugendprojekte zum Beispiel laufen heute über iPhone, also ich nehme mal iPhones, also Mobiltelefone, iPads, diese kennen Sie, und sonstige YouTube und Wikis. Das sind natürlich so innovative Dinge, ja. Also ein Jugendprojekt, wo die durch eine Stadt laufen und in einer fremden Sprache versuchen müssen, sich jetzt zurechtzufinden, kulturelle Aufgaben, sprachliche Aufgaben lösen. Das sind die Projekte, die zum Beispiel im Jugendprogramm dann gefördert werden. Aber nichtsdestotrotz auch im Bildungsprogramm lebenslanges Lernen ist das natürlich spannend. Und da steht das auch, da habe ich das her. Ja?
Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Also da steht jetzt nicht von Apple, das kann das auch ändern, allgemein, aber da steht das drin. Arbeiten Sie mit Wikis, mit Blogs, mit YouTube, mit diesen neuen Medien. Hintergrund ist ein bisschen, die Kommission ist langsam müde, immer nur Homepage in Projekten zu haben. Wir haben in unserem Projekt noch eine Homepage gemacht, wo Sie alles downloaden können. Das ist natürlich veraltet. Ne? Also Sie müssen das, wenn schon, interaktiv gestalten, dass Sie so wie ein Haus, das heute ist, da durch Portale kommen, interaktiv dann in Online-Kommunikation, Chats reinkommen oder so etwas. Wenn Sie sich auf dieser Ebene bewegen, ist das gut. Wenn Sie das nicht machen und sagen, das können wir gar nicht, was machen Sie? Stakeholder, holen Sie sich relevante Akteure da rein. Es gibt auch in Hessen Firmen, die solche Technik anbieten, die schon Erfahrung haben mit NGOs, mit Non-Profit-Organisationen, die sowas schon mal gemacht haben. Nehmen die als Träger mit rein oder gehen als Unterauftrag, lassen Sie das machen, ja, innerhalb des Projektes dann. Filmchen in YouTube stellen ist jetzt noch das Einfachste. Vielleicht eine App, also so eine Applikation selber zu programmieren, ist schon schwieriger, aber das ist natürlich so, wo Sie dann zum Beispiel bei Sprachkursen im Sprachunterricht sagen könnten, da bewege ich mich auf einem guten Niveau. Wenn Sie es dann auch nicht auf dem Niveau machen wollen, dann fragen Sie mal Langenscheid oder die deutschen Sprachinstitute, das Goethe-Institut, ob die nicht mit so einer Software, die schon existiert, damit mit rein wollen. Aber der Impuls muss schon von Ihnen kommen und Sie sehen, es gibt diese Themen auf europäischer Ebene. Die stehen nicht immer so in den Ausschreibungen drin, aber wenn man ein bisschen mal drumherum guckt, dann finden Sie das. Demografischer Wandel muss ich jetzt nicht so viel sagen. Das, was diese große erdrückende Diskussion in Deutschland bedeutet, können Sie sich vorstellen, auf europäischer Ebene mit so vielen Ländern multiplizieren sich dann die Zahlen mal 27 und das ist dann schon ein großer Batzen an Leuten, die in den nächsten Jahren sehr alt werden. Die Kommission hat gerade ein Papier veröffentlicht über das Alter von Lehrern in allgemeinbildenden Schulen. Viele werden in den nächsten Jahren in Rente gehen und es wird ein großes Loch herrschen an ausgebildeten Lehrern in Europa. Ja, das wird passieren. Lernende mit besonderen Bedürfnissen, klar, die Schulabbrecher, Migranten gehören dazu, ist in vielen Programmen erwähnt. Gesundes Leben, Kreativität, auch so ein Thema. Also wie können wir unser Leben durch Ernährung, durch Sport, Gesundheit, Kreativität, auch im Beruf, in der Ausbildung, beim Sprachenlernen. Ganz klar, das sind immer auch so Themen, die man gut in Projekte einbeziehen kann. Inklusion statt Ausgrenzung, also man will die einschließen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also die Deutschen neigen dazu, durch ihre vielfältigen Einrichtungen im Grunde die Behinderten abzuschieben in die Berufsförderungswerke, in die Berufsbildungswerke. Die Migranten kommen in die Migranteneinrichtungen, die Deutschen kommen dahin, die Spätaussiedler dahin. Das ist natürlich völlig veraltet in anderen europäischen Ländern, ein Konzept, das man nie gemacht hat, umgesetzt hat. Österreich zum Beispiel, was man als Musterland zurzeit in der Diskussion auch nimmt, da werden die Behinderten in die normalen Schulen integriert. Da gibt es gar keine Sonderschulen für behinderte Kinder. Ja? Inklusion. Ja? Also eine Behinderteneinrichtung für Kinder, die kann im Grunde jetzt schon seine Pforten dicht machen. Ja? Das wird spätestens in den nächsten 5, 6 Jahren eine Einrichtung sein, die aus den Förderkonzepten und den politischen Konzepten rausfallen wird. Viele Einrichtungen entwickeln sich schon um. Die Berufsbildungswerke, also für die Erwachsenen, für Jugendliche und die Förderungswerke, die gucken sich schon nach anderen Zielgruppen um, das ist sicherlich auch richtig. Aber da müssen Sie halt sehen, es geht um Inklusion, nicht Ausgrenzung weg, sondern in die Gesellschaft rein.